Es freut mich, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Pecoraro und Pecoraro, schön, dass ich da in Braz sein darf. Eigentlich sind wir ja in Wien. Ja, wir sind in Wien. Wir wohnen beide in Wien. Ich wohne in Klosterneuburg seit 25 Jahren. War 7 Jahre in Graz, vorher in Italien. Also ich bin schon lange weg. Aber wenn wir in der Familie sind, reden wir trotzdem noch Dialekt. Und kann da gerne wieder zurück nach Vorarlberg. Und kann gerne, wir sind ja, Verbindung. Ja, wir sind da bei der Tochter im Haus, in Braz. Und meine Brüder sind da alle und die Onkel von Mario sind da in Vorarlberg, in Bludenz. Wir sind ja da in Bludenz zu Hause. Und da werden wir jetzt halt unsere Ferien verbringen. Immer wieder gerne im Vorarlberg. Wohnst du in Wien, Mario? Ich wohne in Wien, ja. Also ich wohne wirklich mitten in Wien, so an der Grenze 15. und 12. Bezirk. Und das jetzt auch schon, wow, lang, 15 Jahre. Also und zuerst beim Papa, halt, wir sind ja alle gemeinsam übersiedelt, bin in die Schule gegangen. Und also ins Gymnasium, die Unterstufe habe ich noch da gemacht, in Bludenz, im Gymnasium. Und dann Oberstufe bin ich dann in Wien gegangen. Und da bin ich dann ins Musikgymnasium gekommen. Und zuerst bin ich immer noch pendelt, Klosterneuburg, nach Wien rein. Und irgendwann dann bin ich auch ins Ausland, in 2 Jahren nach Miami. Und dann sind wir wieder zurück, also bin ich wieder zurück nach Wien. Und da hat meine damalige Freundin noch, mittlerweile Frau, hat da schon eine Wohnung gehabt. Und dann sind wir eingezogen. Und seitdem bin ich aus Wien eigentlich nicht mehr weggekommen. Und haben so nicht vor. Aber der Grund ist ja nicht, dass euch das Ländle noch mal gefallen hat. Ich denke, es war der Beruf, die Leidenschaft, die Musik, die euch nach Wien getrieben hat. Ja, es ist schwierig gewesen. Ich habe gefragt, ob sie die Staatsoper nach Vorarlberg bauen. Und das also habe ich halt auf Wien müssen. Nein, es ist natürlich schade. Das ist ja, bei uns in unserem Job ist das halt so, du musst in die Welt aussehen, wenn du irgendwie Karriere machst, musst du die Karriere nützen. Und Karriere kannst du nur machen international. Also wenn du Opernsänger bist, ja, auf der Welt und wenn du das Glück hast, klopfen wir mal, wenn du das Glück hast, dann musst du halt und musst du aussehen. Mhm. Europaweit, weltweit. Und wenn du noch das Glück hast, dass der an der großen Hüser singen darfst, dann ist Reisen, gehört da zum Alltag. Mhm. Und wahrscheinlich schon ganz viel gesehen von der Welt. Ja, ich habe sehr, sehr viel gesehen. Mhm. Das muss ich sagen, ich bin fast auf der ganzen Welt gesehen und fast auf allen großen Häusern dieser Welt gesungen. Ob das New York, London, Paris, Mailand, Deutschland natürlich, Frankreich, alles, das ist alles. Habe ich alles abhocken dürfen. Und, aber natürlich, wenn man aus Bludenz kommt, vom Gendarm zum Polizist und dann, zum Kammersänger der Wiener Staatsoper und eine Weltkarriere gemacht hat, dann muss man schon sagen, dann muss man einfach dankbar sein, dass das überhaupt stattgefunden hat und dass man das überhaupt erleben hat dürfen. Mhm. Also da muss man schon am Boden bleiben. Mhm. Die Staatsoper, die Wiener, wird wohl das Zuhause sein von dir. Vor allen Bühnen der Welt schon gesungen, aber wahrscheinlich ist die Staatsoper schon etwas, wenn du dort auf der Bühne stehst, da fühle ich mich daheim. Ja, das ist mein fixes Haus, oder? Da bin ich daheim. Das ist also mein Zuhause, mein Stammhaus. Und ja, das ist mein Hauptarbeitgeber, sozusagen. Und ja, da kann man nur froh sein, wenn man dort singen darf. Mhm. Eher nicht deine Kulisse, oder? Nein, eher nicht. Aber das hat sich schon relativ früh herausgestellt, dass das nicht so meine Welt ist. Also es hat mir immer gefallen. Ich war ja mit Oper eigentlich immer konfrontiert. Also es war einfach immer da. Ja. Mhm. Seit ich denken kann, war das ein wichtiges und ein großes Thema. Und es ist auch eine Musik, in die ich mich echt verliebt habe im Laufe der Jahre. Also interessiert hat es mich immer, aber je älter ich werde, merke ich schon, also ich habe noch jetzt viel mehr, ich komme in der Musik auch noch mehr rein, als ich früher eigentlich schon drin war. Aber ich habe von früher auf gemerkt, so das mit den Häusern und so, das, egal ob das in Graz war oder in Wien, das hat ganz ein eigenes Flair, irgendwie ein total Wunderbares, ja, wenn man da reinkommt und die Magie spürt und die Vorstellungen sagt und das, die ganzen Künstler und Sänger und Chorleute und Orchesterleute,
das hat schon ganz eine eigene Magie, aber ich habe halt auch gemerkt, so dieser tägliche Ablauf in so einem Haus, das ist halt eine sehr strikte Sache. Mhm. Und du bist vor so vielen, da sind einfach so viele Leute, die da alle mitreden und jeder will da irgendwer sein Ding machen und das war mir gleich klar, dass das für mich kein Weg ist. Mhm. Und auch die Klassik, also ich habe klassisches Schlagwerk studiert, ich bin in Feldkirch ins Konz gegangen. Beim Wolfgang Lindner habe ich ganz lang gelernt und dann bin ich nach Wien zum Horst Berger, das ist der erste Bockist von der Philharmoniker gewesen, und habe dort eigentlich klassisches Schlagwerk gelernt und die Musik hat mich immer interessiert, klassische Musik, aber ich habe schon gemerkt, so wirklich mein Herz schlagt eigentlich für Pop, Jazz, Soul, eigentlich alles andere außer Klassik. Und habe den auch ziemlich früh umgestellt, also ich habe immer schon Klavier gespielt und habe den relativ schnell umgestellt, auf das Klavier quasi mein Hauptinstrument wird. Und ich habe halt gemerkt, in so einer Hüse geht sich das für mich nicht aus. Ich möchte lieber was Eigenes machen. Also es muss irgendwie ein Projekt sein, wo ich so meine Freiheit, wirklich meine Freiheit da habe. Die Freiheit habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gesucht und an der habe ich immer geschafft eigentlich. Das war so eigentlich mein Hauptmotor, was Eigenes zu erschaffen, auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe natürlich dann immer geschaut, dass ich quasi, was ich mir finanziere, habe ich mir auch irgendwie müssen. Das heißt, da war immer mein Plan, war immer in einer Band, in anderer Band zu spielen, der mir das ermöglicht, dass ich irgendwie halbwegs genug verdiene, nicht den ganzen Tag unterwegs sein muss, die ganze Woche. Damit ich halt die restliche Zeit für mich habe, im Studio, im Home Recording, habe halt ganz klein angefangen und so arbeiten kann und halt meine Projekte entwickeln kann und meine Musik machen kann einfach. Und das wäre in so einem Haus einfach nicht gegangen. Da kommst du rein und du bist halt dann ein Teil von dem Ganzen und du musst halt da mitzuhören, was der die Visionen bringt und hat. Sei es ein Intendant, ein Regisseur, ein Dirigent, da bist du. Das ist der Job einfach. Ja. Und das war für mich klar, das ist nicht mein Weg. Aber zur Musik bist du gekommen, wahrscheinlich wegen dem Papa oder mit dem schon aufgewachsen und hast darum immer schon das gehört gehabt, wahrscheinlich für gute Musik, für schöne Musik und hast dann auch gedacht, ich mache das so. Ja, nicht ganz. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn der Papa Tischler wäre, wäre ich auch Musiker geworden. Also das war, ich merke schon natürlich, das hat einen riesen Einfluss gehabt auf mich, auf meine musikalische Karriere und auf alles, was mich mit Musik verbindet. Ja. Aber ich bin Musiker, seit ich auf der Welt bin einfach. Also das war ganz klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt in meinem Leben. Und manchmal packt der Papa und Mama so ein paar so Geschichten aus, an die ich mich gerne immer erinnern kann. Und da denke ich mir schon, ja, okay, das hat einfach alles für mich so Sisole und es fühlt sich einfach auch stimmig an. Aber natürlich die Beschäftigung und diese Nähe ja, zu Orchestermusik, ja, wenn du einfach live irgendwo sitzt und dir das auch hörst und in einer Oper bist und das einfach so hautnah mitkriegst und der Papa den, wenn er übt und so der ganze Prozess, das zum Erleben, das war extrem prägend und das war natürlich wichtig, dass ich für mich da irgendwie einen Weg gefunden habe, wie ich da richtig reinwachse in das Thema. Ja, ich glaube, dass Musik schon in der Familie gepflegt und gefördert worden ist, das muss man jetzt schon dazu sagen, denn wenn wir kein Klavier gehabt hätten und wenn wir kein Flügel gehabt hätten und wenn man nicht gesehen hat, du gehst hast natürlich auch selber wieder ins Musikgymnasium und gesagt, geh lieber in die Handelsschule, dann wäre wahrscheinlich nicht so weit, wie er heute ist, das muss man jetzt also schon auch dazu sagen, also das ist hundertprozentig, dass man etwas mitkriegt von daheim, das ist ja klar, erstens ist es eine sehr musikalische Familie gewesen, also unsere Familie ist heute noch mit den Brüdern, man hat immer gesungen daheim, unser Vater und unsere Mutter, da ist immer musiziert worden daheim, da bringt man schon etwas mit und das ist ja das, was heute fehlt in der Familie, es fängt bei der Musikerziehung an und fängt eigentlich in der Familie an und hört dann in der Musikerziehung auf, wo man sagen muss, da gehört eigentlich, da muss man auch dahinter stehen. Und da kann man schon ein bisschen etwas machen. Die hat man es in dem Fall auch in die Wiege gelegt, wenn die Eltern schon musikalisch waren. Ja. Dennoch bist du zuerst Gendarm geworden.
Ja, ich habe aber auch nie ein Sänger werden wollen. Also okay. Das ist jetzt nicht wie bei ihm, was ich habe immer Musiker werden wollen. Also bei mir ist Sänger gar nicht zur Debatte gestanden, Musiker schon gerne nicht. Aber das ist eben so, das ergibt sich alles, weil das hat bei uns halt angefangen, dass man schon in der Schule halt in Musik schon, wir haben einen tollen Direktor gehabt, damals der Bickel, der Wilfried, und der ist selber schon im Lederkranz gesetzt, blutet, und der hat dann gesagt, man hat eine schöne Stimme, nicht? Und den hat man zum Kirchenchor gebracht und zum Lederkranz, und da hat es dann angefangen, und dann hat man gesehen, der hat eine tolle Stimme, also der Bub. Mhm. Darf man nicht vergessen, ich bin mit 14 Jahren schon am Lederkranz gesehen, überhaupt das jüngste okay. Mitglied damals. Und dann bin ich in die Gendarmerie-Schule, also das ist alles nebenbei gewesen, und dort ist es eigentlich aus einer dummen Vetus ist das entstanden, dass Kollegen gesehen haben, da hat man gerade das Konservatorium gegründet in Vorarlberg. Mhm. Vorher haben wir es ja noch in Innsbruck gehabt, aber da für Innsbruck wäre sowieso nicht reingefahren. Und dann haben die gesagt, ja, du bist ja der Sänger. Da gesagt, du könntest doch jetzt einmal da vorsingen gehen ins Konservatorium. Gar gut, traust du dich nicht, oder? Ich sage, ich traue mich alles. Oder? Und dann ist es gegangen, ich glaube, mit einer Kiste Bier, und dann haben sie mich begleitet zum Konservatorium, und dort habe ich vorgesungen. Und dort sind sie gleich begeistert. Sie haben gesagt, nein, wir nehmen sie auf, also das ist kein Problem. Sie können bei uns studieren, aber ich bin ja in der Gendarmerie-Schule gewesen. Also habe ich alles nebenbei. Ich bin so ein Mann des Nebenbeis. Okay. Nicht, weil das Studieren ist bei uns nicht daheim, ist nicht drin gewesen. So riech sie mir nicht gewesen, dass man jetzt da gesehen hat, da geht man, lässt man jetzt Kinder studieren. So. Das ist jetzt nicht zur Debatte gestanden. Und habe also neben der Gendarmerie Schule dort schon angefangen, zum Studieren natürlich, was ich Zeit gehabt habe. Bin dann zur Polizei, Stadtpolizei Bludenz, weil die haben gerade dort Leute gesucht, und für mich ist das natürlich super gewesen, weil mit der Studiererei oder halt mit der Lernerei da in Zfelkir ist das immer so gewesen, ich immer gehen müssen, wenn ich die Dienst frei gehabt habe. Und das ist bei der Gendarmerie immer schwieriger gewesen als bei der Polizei, weil die Polizei hat eine 12-24er Radl gehabt und 24-48. Da hast du genau auf 2 Jahre raus gewusst, wenn am 18. Februar 2018, nehmen wir jetzt an, Dienst hast. Das ist natürlich für mich fein gewesen, weil da habe ich mir das super einteilen können. Und so ist das immer weitergegangen, und ist dann halt so weit gekommen, dass, das ist überall so, in jeder Hochschule, in jedem Konservatorium, wenn man einen Schüler hat, dann möchte man den Schüler rausbringen. Jeder Professor ist natürlich interessiert, dass seine Schüler, die gut sind, dass sie rauskommen. Und die haben auch gesagt, ja, also es ist wunderbar, der ist ja Polizei und das ist alles wunderbar, aber du musst das singen, du wirst Sänger, du musst singen gehen, nicht? Und dann sage ich, ja gut, das kommt nicht in Frage, weil ich bin dann dort schon verheiratet gewesen, der Mario ist schon da gewesen, kleiner Bub natürlich, ein Popile, und sage ich, das steht da gerne zur Debatte, wir haben in den Bludenz habe ich gerade eine Eigentumswohnung gekauft, das ist nie zur Debatte gestanden. Und dann hat sich das eben gerade ergeben, dass damals eine der größten Divas zu der damaligen Zeit, die Kammersängerin Elisabeth Schwarzkopf, die hat in Montafon immer Urlaub gemacht. Das war eine treue Vorarlberger, fast eine Vorarlbergerin, also die ist immer ins Montafon, hat immer im Montafon Urlaub gemacht, in Gragella. Und da habe ich erfahren, wenn sie halt da ist, das ist, wenn du bei der Polizei bist, ist das nicht so schwer zu erfahren, wer wann wo ist, das habe ich mir ein bisschen zunutze gemacht. Und habe halt da die Chance gekriegt, dass ich gewusst habe, also der wäre jetzt da, und ich bin nicht ein sehr introvertierter Typ, nicht, Gott sei Dank. Nicht? Also ich habe mir immer etwas getraut und bin dann da eben inne nach Schruns, da habe ich gewusst, da spielt sie Tennis, und bin dann dort am Tennisplatz, gleich in Uniform, damit das etwas gleich schaut. Und bin dann da noch umgestanden und habe halt da gewartet, bis sie da das Tennis fertig ist, immer hergeschaut, und dann ist sie hergekommen und hat gesagt, bitte, was ist los, habe ich was angestellt? Und dann habe ich gesagt, noch nicht. Noch nicht, habe ich gesagt, also ich bin der und der, und ich komme von da und ich bin bei der Polizei, wie sie sagen, und
Ja, und ich bin am Konservatorium und die sagen alle, ich sollte Sänger werden, und aber das traue ich mich nicht. Jetzt könnte ich ihnen nicht einmal vorsingen, sie sind so eine berühmte Frau. Naja, hat sie gesagt, das ist jetzt aber sehr, ich bin ja im Urlaub, und auf jeden Fall hat sie es gemacht. Am nächsten Tag bin ich rein und habe dann dort vorgesungen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist wirklich nicht schlecht. Hat sie gesagt, das ist wirklich gut. Und ja, und was machen Sie übermorgen? Sag ich, übermorgen habe ich Nachtdienst, da könnte ich wieder. Mhm. Am Tag. Und so ist das gegangen. Die hat mich 3 Wochen lang in Schruns kostenlos, nicht umsonst, kostenlos unterrichtet. Und ja, und in Erz im Urlaub, Wahnsinn. Im Urlaub, ja. Und dann, wo sie dann gegangen ist, hat sie gesehen, gut, die hat mich dann nach Modena gebracht. Mhm. Wo in Modena wieder studiert, bei Rigo Pola, mit Pavarotti und Freni, ohne immer, der ich ja nur vom Hörensagen kennt. Also habe ich gewusst, wo ich gelandet bin, und so ist das entstanden. Also mein Werdegang ist nicht wie er, wo er sagt, ich wäre Musiker, das ist mein Job, sondern mein ist, das hat sich ergeben. Mhm. Aber dass es so ergeben hat, das ist natürlich schon das ist ein Märchen. Mhm. Wenn man das Ganze verfilmen tät, das ist wie ein Märchen. Das muss man sagen. Das, ich glaube, das kann man bis zum Tod nicht selber verstehen, dass das einem gelingt. Weil wenn man das macht, um das zu gelingen, ich glaube, dann hast du keine Chance. Das ergibt sich, und darum sage ich immer, Karriere kann man selber nicht machen. Wenn einer glaubt, man kann selber Karriere machen, dann ist er schon falsch dran. Karrieren werden gemacht. Mhm. Karrieren machen andere mit dir. Also du kannst nur alles dazu tun, dass du das Talent, das Können, das Talent, das Glück, der Fleiß, der gehört dazu, dann eine ganz große Portion Glück, aber die Karriere wird gemacht. Und so, wenn man das Glück hat wie ich, dann hat man Glück gehabt. Schöne Geschichte, oder? Ja. Du hast jetzt alles am Rande miterlebt. Ich glaube, eine Frage noch da dazu, italienische Sprache war noch sicher noch eine Herausforderung, oder? Naja, das hast du ja wahrscheinlich in der Polizeischule nicht gelernt. Nein, aber Pecoraro ist jetzt auch kein tschechischer und polnischer und österreichischer Name, sondern ein italienischer Name. Und wie die meisten wissen, ist ja 1/3 aller Vorarlberger italienischer Abstammung. Und so auch wir. Also haben die, wo du Kind warst, zu Hause Italienisch gelernt, okay. Also Italienisch geredet. Also der älteste Bruder, der hat am besten geredet Italienisch, und mit mittlerer Bruder, der hat dann fast gar nichts mehr, und ich habe dann noch ein bisschen. Mhm. Wir haben aber immer, weil sogar ein Dialekt gehabt, da ist immer ein bisschen verschieden gewesen. Also habe ich wieder in Modena, wo ich in Modena studiert habe, wieder angefangen müssen, das Schrift Italienisch lernen. Was aber für mich schon ein bisschen leichter gewesen ist, weil ich schon eine Grundlage gehabt habe. Aber natürlich schon von zu Hause, natürlich vom Italienischen her, schon einen Vorteil gehabt haben. Und der Name ist natürlich ein schönerer Name, wie Pecoraro für einen Opernsänger, kann man sich jetzt auch so wünschen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, ob es Künstlername ist oder ob das der richtige Name ist. Und ich kann immer sagen, ja. Das ist der richtige. Das ist ein richtiger Name. Und hast du ein bisschen was mitgekriegt von dem Italienischen? Nein, leider oder nicht. Oder bei dir wird es wahrscheinlich schon leider ganz leider gerne nicht. Nein, Thomas hat mit uns so immer nur normal Dialekt geredet. Also ich kann mich gerne erinnern, dass da mal einmal Italienisch geredet hätten. Also das hat sich dann total aufgehört eigentlich. Also wo wir Enkelkinder da waren, da war überhaupt kein Italienisch mehr. Was man bis heute leitet, weil ich das extrem gerne können. Vor allem nachdem das Album zweisprachig wäre, wäre das super gewesen, wenn ich es können. Wie konnte italienischen Texte? Du hast irgendwann im Laufe der Jahre irgendwo einen Italienischkurs gemacht? Oder? Nein, Texte habe ich gemeinsam mit Freunden geschrieben. Also auf dem Album, das wir jetzt gemeinsam haben, habe ich sowohl die englischen als auch die italienischen Texte immer in Gemeinschaftsarbeit sind die entstanden. Okay. Genau. Ja, und da hätte jetzt eh gern über das Projekt reden, jetzt haben wir es schon angeschnitten, zweimal. Ihr meint gemeinsame Sache, Father and Son. Du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch gesehen, er hat mich nochmal jetzt genötigt, in Anführungszeichen, um noch einmal ein großes Projekt machen. Wie ist das entstanden? Was steckt dahinter? Also
eigentlich hat es angefangen in Baden. Ich habe ganz lang, neben dem, eben wie ich erzählt habe, ich habe jetzt bei den Roundgirls lang gespielt, so als meine Hauptband, den habe ich bei der SEA gespielt, ganz lang, jetzt bis hier eigentlich. Und ich habe dann eben immer so eigene Projekte, die ich gemacht habe. Und ein Projekt davon war eine Elton John Tribute Show. Und mit der Elton John Tribute Show habe ich in Baden ein Konzert, hätte ich gerne ein Konzert gemacht. Eigentlich habe ich es nur mit der Band machen wollen. Und einfach, weil es ein super schönes Theater ist und ich habe da eigentlich nur Fotos und ein Video machen wollen. So ist eigentlich die Ursprungsgeschichte. Mhm. Und die damalige Direktorin hat dann, ich habe einfach angerufen im Stadttheater Baden und habe gefragt, ob ich da mal spielen kann. Und die Direktorin hat gemeint, ja, das könnte man schon machen, aber möchten Sie das nicht mit einem Orchester vielleicht machen? Und ich so am Telefon, was? Echt? Mit einem Orchester? Ja, wir werden das treffen. Machen! Und bin sofort reingefahren und habe mit ihr das besprochen und die Idee war phänomenal. Die haben einen Zyklus gehabt, Pop meets Klassik. Und da hat sie gemeint, die hätte das super reinpassen. Und ich habe halt den gleich total, alles schon gesagt gehabt. Ja, Orchester, das machen wir so, die bauen wir auf Terrassen, bauen wir die auf, dann die Band da. Also ich habe alles schon gesagt und halt gewusst, das wird der mega Aufwand, weil da brauchen wir 10 Proben, wir brauchen jemanden, der das wirklich super arrangiert, mir hilft arrangieren, wir brauchen das und der ist immer kleiner geworden da hinter dem Tisch drinnen. Und beim zweiten Gespräch war es irgendwie schon, dass ich gemerkt habe, okay, das wird so jetzt nichts und bin heimgefahren von dem zweiten Gespräch relativ demotiviert. Und man denkt, okay, das kann ich mir, glaube ich, jetzt aufzeichnen. Das ist einfach, ich weiß, was für ein Aufwand das ist, damit das gut ist. Ja, in diesem Pop-Meets-Klassik-Segment, da gibt es halt einfach vieles, was so halbherzig irgendwie gemacht wird. Und da spielen ein paar irgendwelche Mozart-Themen oder irgendwelche Haydn-Themen und dann spielt einer mit dem Schlagzeug dazu. Und das ist dann Pop-Meets-Klassik. Ja, und das habe ich gewusst, das mache ich auf keinen Fall. So, ja, das geht überhaupt nicht. Und ich fahre von dieser Besprechung heim und höre im Radio, zu dieser Zeit habe ich noch viel Repertoire gesucht, Elton John, und höre in meiner Playlist höre ich Live Like Horses. Das ist ein Duett mit Elton John und Luciano Pavarotti. Und da ist mir dann geschossen, da ist wie ein Schuppen von den Augen. Ich frage den Papa, ob er bei deinen Konzerten dabei ist, weil denen ist das richtig Pop meets Klassik. Und mit der Idee bin ich dann in die nächste Besprechung rein und damals noch der Bobby Herzl, der war Intendant. Und ich gesagt, das ist eine grandiose Idee, Pecoraro und Pecoraro, das müssen wir machen. Und so ist das entstanden und den haben wir ein Jahr vorbereitet. Und ich habe schon gewusst, dass das super wird. Ja, das war schon klar für mich irgendwie, weil ich bin so ein Typ, ich sage das vorher, ich höre das vorher und ich habe meine Visionen, genau wie das sein soll. Aber dass das so einfährt, das hätte ich mir also beim besten Willen nicht gedacht. Also dass da einfach mal die ersten 10 Reihen beim ersten Song zum Rehren anfangen, das war einfach, ich bin nur gesessen am Klavier und denkt, was ist da, ich spiele ja nur, wir tun ja nur das, was ich mache einfach. Ja. Das hat auf einmal eine Eigendynamik entwickelt, das war unfassbar. Standing Ovation in der Pause, die haben alle geschrien, sind gestanden. Das Konzert war nach der Pause schon vorbei irgendwie, also das war schon gegessen, der Chor. Ja. Und das hat dann einfach, das hat mich so bewegt und das war so ein Riesending, dass ich gewusst habe, da muss ich was draus machen. Und nachdem das irrsinnig schwierig war, da Rechte kriegen für die Songs, und wir haben das auch alles umgeschrieben. Ja. Ich habe komplett auch die anderen Duette, die wir gemacht haben, habe ich umgeschrieben, so dass das Duette wären. Circle of Life und Can You Feel a Love Tonight und so, das habe ich komplett umgemodelt. Und das kannst du nicht aufnehmen. Ja. Du kannst das live aufführen, aber sobald du das auf einen Tonträger bringen willst, hast du halt Disney am Hals. Da hast du, also das darf man einfach nicht veröffentlichen. Ja, ich habe mir dann einfach gedacht, nachdem ich mein ganzes Leben Songwriter bin und seit ich 12 bin, ja, mit 13 habe ich mein erstes Musical da im Gymnasium in Bluditz mit meiner Klassenkameraden geschrieben und wir haben es dann gemeinsam aufgeführt. Da habe ich einfach der Gerold Amann, dem ich heute noch dankbar bin, der hat mich wirklich extrem gefördert und hat gesagt, hey, du machst das, du kannst das, schreib einfach. Und das war so eine tolle Erfahrung, dass ich seitdem immer wieder geschrieben habe. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn ich es eh schon mache, mein ganzes Leben, dann mache ich es jetzt für uns auch. Und dann habe ich angefangen, immer eineinhalb Jahre lang eigentlich, habe ich den mit der Vision in der Stadthalle, das war halt irgendwie so mein großer Traum, ich möchte in der Stadthalle die Show machen, habe ich angefangen, Songs zu schreiben.
Und das Album haben wir eigentlich nur den gemacht, weil wir gesagt haben, wir mögen das, was wir da gemeinsam machen, irgendwer, das muss man am Publikum vorstellen, dass sie dir wissen, wer die Musik klingt, die wir da singen, ja, und die wir da machen. Und dann hat der Papa gesagt, ja, machen wir. Ich habe natürlich vorgeschlagen, wir könnten ein Album machen mit Orchester und mit Bands. Völlig naiv, trotzdem, obwohl ich schon so lange in der Branche bin und so, weiß natürlich, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Aber, und der Papa hat halt dann gesagt, ja, aber dir ist schon klar, wenn wir das machen, dann machen wir das auf Top-Level. Und ich, ja, klar, sowieso. Aber das ist dann alles so ziemlich ausgeartet und im positiven Sinne ausgeartet. Natürlich war es ein Mega-Projekt, aber es hat sich dann ausgezahlt. Wir haben dann ein 80-Mann-Orchester aufgenommen in Bratislava. Wir haben einfach Instrumentalisten von ganz Europa, da Herren aus Rom eingeflogen, ein Bandoneon-Spieler. Wir haben mit einem der besten deutschen Percussionisten haben wir angefangen, der uns Percussions gemacht hat. Ich habe die Top-Musiker in Österreich einfach echt alle zusammengesammelt, von Backing-Vocalists über einen super Jugendchor, einen Wiener Landesjugendchor. Also das ist immer größer geworden, immer noch mehr Leute, immer noch mehr ein Mandolinen-Ensemble. Es ist einfach total ausgeartet, aber ich habe einfach gewusst, jetzt bin ich schon mit der Diener, jetzt zurück gibt es nicht mehr. Und den, ja. Papa grinst, ich glaube, ja. Da noch was los. Weil am Anfang wahrscheinlich skeptisch gewesen, aber jetzt wahrscheinlich wahnsinnig froh, dass er das tut. Ja, ich meine, jetzt ist es fertig. Mhm. Gott sei Dank. Aber es ist schon, wie gesagt, das, eben der Grund, warum wir dieses Album gemacht haben. Wie man Pecoraro ist nicht der Gavalier und ist nicht die Toten Hosen und ist nicht die Helene Fischer, sondern da kennt man den Pecoraro Mario von der Seer, also man kennt den Pecoraro Herwig vom Balsamico und man kennt ihn als Kammersänger der Wiener Staatsoper, vielleicht als hervorragender Tenor, in diesen verschiedenen Genres. Mhm. Aber Pop meets Classic, Solokonzerte für uns zwar, wo keiner weiß, was es eigentlich ist, das kann man nicht machen. Eigentlich. Also das geht eigentlich nicht. So, und so haben wir gesagt, die Leute, wo sagen so, jetzt gehe ich in ein Konzert. Wenn ich sage, ich gehe jetzt morgen in ein Konzert, und die Frau fragt mich, was ist das, sage ich, weiß es nicht. Ja, was kommt da, sage ich, weiß es auch nicht. Da spielt der Herbert Müller, ja, was spielt der, ich weiß es nicht. Der eine singt und der eine spielt, ja, das wird halt nicht hinhauen, oder? Das kannst du machen. Das Brot im Gemeindesaal wahrscheinlich, wo man es kennt, aber in einer Wiener Stadthalle auch. Auch in der Bregenzer Festspielhaus, wo wir ja eigentlich noch Hausvorteil haben, weil der Name doch da, Heimvorteil, in Wien auch, aber einen Heimvorteil haben. Aber dann gesagt, die Leute müssen ja wissen, was machen wir für Musik, was ist das, auf was lassen sie sich ein, wenn sie in das Konzert gehen, was ist dieses Pop meets Classic, was ist, wenn ein Opernsänger mit einem Popsänger zusammen eigene Sachen bringen, das müssen die Leute mal hören, die müssen sagen, boah, das ist super, da gegangen. So, gut, und das machen wir. Schauen wir uns an, alle ja, für euch. Schauen wir mal, was ihr schlagen, was wie vor. Wie das klingt. Ja, hören wir mal in... Adio. Adio. Ja, okay. Adio, eine wunderschöne Nummer, wohl eine der emotionalsten Songs, oder? Auf der CD. Ja, eigentlich schon. Also der Song, der hat eine ganz eigene Magie gehabt,
wo ich ihn geschrieben habe. Schon. Also der, mhm. der war immer speziell eigentlich. Ich meine, jeder Song ist, wenn das ist wie, wie du hast da wie 12, 13 Babys ja, auf so einem mhm. Album und du schaffst so lange an dem und manche Songs gehen halt schneller, andere, da schreibst du ewig mhm. dran. Ja. Es gibt Songs, an denen habe ich fast 2 Jahre gearbeitet. Ja. Und Dio war so ein Song, der ist relativ gut gegangen, der war relativ mhm. schnell da irgendwie. Und für mich das Allererstaunlichste war, weil wir haben irrsinnig viel an dem gearbeitet, dass diese Tenorstimme mit meiner Stimme einfach, dass das wirklich ineinander geht. Ja. Also das war für mich, ich habe wirklich Pop meets Klassik machen wollen. Also das ist nicht nur, eben, wie ich vorher gesehen habe, mhm. so da spielt der Orchester ein Ding und dann ist da ein Schlagzeuger, sondern mhm. das ist wirklich vom Songwriting, also von dem, wie der Song entstanden ist und wie das Ganze arrangiert, wenn wir das arrangiert haben, das ist durch und durch Pop meets Klassik. Und mhm. so war das auch mit der Stimme eigentlich immer geplant, nur das war viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Also viel schwieriger. Und das hat am Anfang eigentlich überhaupt nicht funktioniert, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Nein, das hat nicht funktioniert. Und bei Adio hat es den Moment gegeben, die Nummer ist relativ spät entstanden und mhm. Die habe ich geschrieben und da kann ich mich noch wie heute erinnern, ich habe den geschrieben und war fertig und habe gesagt, Papa, ich habe jetzt einen Song geschrieben. Und ich komme raus, weil einmal haben wir bei mir gearbeitet im mhm. Studio. In unserem Studio eigentlich. Und manchmal bin ich auch rausgefahren nach Klosterneuburg, da haben wir so das alte Pianino noch. Und ich habe gesagt, Papa, ich komme schnell raus, das müssen wir jetzt ausprobieren. Und da bin ich mir ans Pianino gesessen und habe das gespielt und Papa die Note in die Hand gedrückt. Und echt beim ersten Mal durchspielen war der Song so, wie er gehört. Das war echt Magic. Irgendwie. Ja. Ich habe mit dem Song am Anfang Problem gehabt, weil das ist schon eine sehr emotionale Geschichte mhm. von dieses Adio. Der Text ist sensationell gut, aber er ist so zeitgerecht, mhm. oder? Weil ich meine, der ist nicht zeitgerecht, er ist zeitlos, aber besonders jetzt auch. Genau in der Zeit passt er auch so unheimlich, weil Abschied ist ein Thema, wo jeden einmal betrifft. Es ist ganz egal, wurscht, ob du vom Kind loslässt, das ist immer ein Thema, das immer da ist. Aber jetzt durch die Flüchtlinge, die müssen gehen von daheim, die müssen verabschieden, die Heimatlosen, wo sie verabschieden müssen, wir nicht wissen, kann die einmal zurück, kann sie nicht dazu. Und dann diese Musik dazu, das hat mich echt berührt. Und wenn man das denn durch die Emotion so bringen kann, dann da ist eigentlich der Song gewachsen. Mhm. Wobei ich sagen muss, weil der Mario das gesehen hat, das war nicht von Anfang an so. Das war nämlich ganz anders. Weil das, man darf das also nicht, wo wir angefangen haben mit dem, ja, mit weil dem Projekt. Dieses Projekt ist nicht so entstanden, dass man gesehen hat, ja, okay, jetzt singst du und jetzt singe ich und dann haben wir es. Mhm. So habe ich es mir nämlich vorgestellt. Weil das eine ist schon klar, dass ein Sänger, der schon die schwersten Partien auf der Welt gesungen hat, Mime, Siegfried, Herodes, Salome, Wotze, Kaufmann, das gibt nichts Schweres in diesem Fach. Und dann kann da die Lerdle, oder? Und dann siehst du, ja, das kann jetzt also kein Problem sein. Ein Liedle wirst du jetzt auch noch da singen, nicht? Und dann kommst du in das Studio rein und du als Opernsänger meinst jetzt, ja okay, jetzt musst du da anfangen, jetzt hast du da einen Kopfhörer, zwei kalte Schale da am Ohr und ein Mikrofon vor dir, wo du nicht weißt, was anfangen. Natürlich habe ich schon Gesamtaufnahmen, ich habe schon Fidelio gemacht und Rheingold gesamt, aber da ist ein Orchester vor dir, geht ein Dirigent, hinter dir der Chor und da haben wir auch mhm. Gesamt-CDs aufgenommen, Videos und alles. Aber das ist ganz etwas anderes gewesen. Du bist da in der Schachtel drin, also hast ein paar Wände da, bist im Studio, in unserem Studio. Und es hat alles gefehlt rundherum. Und ich habe noch gemeint, ich muss jetzt hineinbrüllen wie ein Affe, oder? Weil ich gemeint, jetzt musst du mal schauen, das ist ja natürlich, die Aufnahme gemacht, sind Aufnahmeleiter dabei gewesen und alle. Ja, dann schaust du durch die Scheibe raus und du brüllst da dahin, weil der meint, du machst jetzt was gut, was geht und die werden immer weißer da vorne, oder? Bis dann halt einmal einer sagt, danke. Und
nein, das, so wird es nicht gehen, oder? Weil das ganz anders mit dir ist. Du musst mit dem Mikrofon singen, du musst eine andere Emotion in dich bringen, du musst schauen, dass du eine andere Technik hast. Das ist nicht wie wenn du auf der Bühne stehst und 2500 Leute besingst, sondern du besingst da ein Mikrofon und musst ohne Orchester, ohne Chor, ohne Kollegen auf der Bühne, musst du Emotionen dir selber erschaffen, dass der, was anhört, sieht, boah, das ist super. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich nicht gekannt habe von der Branche her, nicht? Weil das gibt es bei uns nicht. Nicht? Ja. Und deshalb war das nicht leicht. Also für mich ist das nicht leicht. Er hat das können, natürlich. Das sind Popmusiker oder Unterhaltungsmusiker, die auf der Bühne sind, die nur mit Mikrofon singen und so weiter. Die sind das gewöhnt. Wir sind es nicht gewohnt. Mhm. Und ich bin es nicht gewohnt gewesen. Nicht? Und da habe ich viel schaffen müssen dran. Und da haben wir viel miteinander lernen müssen. Also ich habe von ihm lernen müssen. Da ist nicht der Papa gewesen, der große Sänger, sondern da ist der Bub gewesen, der ihm das eigentlich beibringt. Und mein Papa, da, das müssen wir anders nehmen. Und das ist zu offen und das ist zu gedeckt. Und das muss anders klingen. Das er mir nicht sagen muss auf der Bühne, oder? Weil das sieht er dann der Dirigent. Oder? Also ganz einfach ist das auch so, aber gegangen ist das auch nicht, wenn man sich jetzt denkt, so, jetzt machen wir eine Platte und dann machen wir das. Also das muss man schon offen und ehrlich zugeben. Das war eine große Herausforderung für mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz, dass das, wenn man das heute anlässt, oder wenn diese Kritiken, das sind ja Kritiken gemacht worden von dem, ich halte nicht viel von Kritiken, nur von ehrlichen Kritiken, wo sagen, dass dieses, dass das Überraschende an diesem Album das ist, dass diese zwei Stimmen sich so verschmelzen zu einem großen Guss, wo dieser Pop und diese Klassik sich wirklich in eine Kugel einhüllen und wo du siehst, ja, also das ist jetzt, das ist kein Selbstlob, gell? Man muss sich nicht selber loben, aber man muss es einfach nur anlassen. Lassen wir noch etwas Konträres, weil Adio emotional, klassisch, eher klassisch, dann gibt es aber auch ganz lüpfige Lieder noch auf der CD, ja. Zum Beispiel. Da könnte man zum Beispiel in Be the Light reinlassen. Das ist also wirklich ganz was anderes, auch eine Wahnsinnsnummer, tolle Stimmen, tolle Musik, eine Wahnsinnsnummer, ganz was anderes. Wenn du auch hier hockst und komponierst, denkst du, jetzt muss ich mal was Lüpfiges her, oder jetzt muss ich mal das, oder das habe ich noch nicht? Also meine Vision war eigentlich immer dir, ich bin im Studio gesessen halt und habe da mein Setup, wo ich schaffe oder wo ich schreibe, und wenn ich gut drauf bin, dann kann ich mich in so Welten in versetzen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Okay. Witz, ja. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich sitze in der Stadthalle und da ist das Publikum und jetzt kommt der Song, jetzt kommt der Song. Also ich habe eigentlich von vornherein eine Show kreiert. Ich habe eigentlich gar kein Album geschrieben, sondern ich war eigentlich immer bei der Show. Und bei der Show habe ich mir immer gedacht, okay, wenn ich da jetzt im Publikum sitze, was hätte ich jetzt gern hören? Was muss jetzt, wie muss die Groove sein? Was muss das für ein Rhythmus sein? Wie muss das Feel sein? Wie muss ich die Nummer, der Song jetzt angespüren ungefähr? Und dann habe ich halt je nachdem mit einem Drum Loop angefangen, so zum Beispiel die Nummer, also Be the Light ist irgendwie eigentlich mit einem Loop und mit dem Chor. Ja. Be the Light, rise on the horizon. So ist die Nummer entstanden. Und ich habe gedacht, ja genau, das muss jetzt an der Stelle kommen, weil da möchte ich, dass die das ein bisschen auflockert. Ja. Weil es ist natürlich, so eine Nummer wie Adio, das ist einfach irrsinnig schwer. Und wenn du im Publikum drin sitzt, ich möchte ja nicht die Leute schlagen, ja, 2 Stunden lang. Und die sollen nicht nur rährend rausgehen, sondern das soll im gleichen Moment einfach auch eine Hoffnung schaffen. Ja. Es soll was Schönes sein, es soll Freude machen. Ja. Deswegen auch jetzt zu dieser ganzen Gospel-Aspekt. Ja. Und bei dieser Nummer geht es halt ganz viel um, wir sind Vorbilder. Jeder von uns soll ein Vorbild sein, um den Wahnsinn, der da rund um uns ist, irgendwie ein Beats abzufedern. Ja. Und wir müssen nicht jeden Tag uns den Wahnsinn im Fernsehen gehen und in der Nachricht gehen, sondern es geht
im Cleaner. Jeder kann für sich an diesen Funken quasi entzünden, was Positives zu machen und was Positives zu bewirken. Einfach nur positive Gedanken. Ja. Das ist ja wurscht, wo jeder bei sich da irgendwie ansetzt. Das soll der Song sein. Das soll ein sehr hoffnungsvoller Song sein. So, be the light und fang mit dem an. Und das war die Idee, jeden Song so zu stricken, dass er halt in der Show so seinen Part erfüllt, ja, für den Zuhörer. Und darum ist es auch so unterschiedlich, weil halt die ganzen Plattenfirmen, die da kommen, ja, aber das ist ja so viel verschiedene Stilistiken und so viel verschiedene, ja, genau, das ist ja kein Album. Also es soll eigentlich kein Album sein. Es ist eine Show und man muss auch den einfach in der Show sich das anschauen, weil wir kann da mit einem fetten Orchester, wir spielen in Vorarlberg mit dem Landessymphonieorchester, wir können mit einem riesen Chor, wir haben eine 120 Quadratmeter Bühne, die wir da hinbauen mit 100 Scheinwerfern, also das wird ein mega Spektakel einfach. Das wird eine richtig riesige Produktion, einfach eine Riesenshow mit einer mit einer LED-Wall im Hintergrund mit 120 Quadratmeter. Also, da spricht es ja. Nein, man muss da wirklich Respekt haben, weil ich habe noch darum gesehen, wir machen die Premiere in Vorarlberg, wir sind Vorarlberger, wir nehmen das Vorarlberger Symphonieorchester, wir haben da unser Glück gehabt, dass wir da geboren waren, wir haben da beginnen dürfen, ich habe den Start hier in Vorarlberg gehabt, haben da studieren dürfen und wir probieren das, wir gehen wieder zurück, auch in diesem Genre und fangen da mit einer Show an, die es in dieser Art sicher nicht gibt und vor allem, was für mich ganz wichtig ist, eine österreichische Show von österreichischen Künstlern, von Vorarlberger Künstlern, die eigentlich eine Karriere, also eine Weltkarriere aus Vorarlberg, aus Bludenz aus gestartet haben und die jetzt noch einmal beginnen, also ihr, sowieso ist ja sein Hauptfach und ich tue mir Mögliches dazu, dass wir da eine Show abliefern, wo das Wichtigste ist, dass halt jemand, wo da drinnen sitzt, nachher rausgeht und sieht, das war ein Wahnsinn. Das war einfach ein wunderschöner Abend. Wenn wir das erreichen, wenn wir das gemacht haben, wenn wir das Publikum dahin bringen, dass die sagen, also das war ein Traum. Also das war ein so toller Abend, den haben wir alles erfüllt. Wir machen Unterhaltung. Wir möchten an diesem Abend die Leute irgendwo hinführen, wo sie zurücklehnen, Toga zu machen können oder aufmachen und sich einmal 2 Stunden in einer anderen Welt sich bewegen, sich fühlen, sie gehen lassen können, vom Alltag einmal abschalten und sagen, boah, das war's. Und die CD haben die, oder die Lieder haben ja schon ein bisschen der Werk gemacht. Ich glaube, beim Opernball war es die Herrenspende, eure Lieder. Genau. Es ist schon, ich meine, Weltkarriere. Du hast alles schon gesehen und alles schon erlebt, aber ich glaube, es ist schon was Besonderes, wenn die Opernballgäste mit der CD heimgehen, oder? Ja, also die man, ja, das Beste kann man sich nicht wünschen. Ist eine große, also für mich war es auch einfach echt eine große Ehre irgendwie da. Vor allem für mich war es insofern extrem schön, muss ich sagen, weil die Staatsoper halt ganz wichtig war. Ich meine, alles da am Cover, das ist der Malersaal in der Staatsoper, da drinnen sind Fotos vom Dach von der Staatsoper. Wir haben das komplette Fotoshooting war in der Staatsoper für die CD. Wir haben der Chor in der Staatsoper aufgenommen. Also es hat einfach schon so eine Verbundenheit gegeben zu dem Haus, dass es den, wo der Papa gesagt hat, das wäre eine Möglichkeit, dass wir das machen, weil uns die Desiree Treichl da die Möglichkeit gegeben hat, dass wir das machen als Ballspende. Haben wir gesagt, ja, das ist echt, das ist total super. Also das haben wir dann total gefreut. Es war auch ein wunderschöner Abend, muss ich sagen. Es war ja mein allererster Opernball, okay, wo ich da war, also wo ich wirklich mit meiner Frau gegangen bin. Der erste Frag, den ich mir anzahle, so ist das immer der Job vom Papa, der Fragarzieher. Weil bei der Show hat immer der Papa das an. Und jetzt war das erste Foto von uns gemeinsam mit einem Frag. Und es war echt ein richtig schöner Abend. Der Papa ist ja in seiner Funktion als Präsident vom Solistenverband, hat er so eine eigene Lounge, eine Künstler-Lounge da.
Und da hat das Janosch-Ensemble noch am Mitternacht sein Lagerding gespielt. Das war sensationell. 400 Gäste habe ich da. Das ist natürlich, für mich ist es Arbeit, der Opernball. Papa ist ein bisschen mehr Arbeit als Vergnügen, leider. aber es war echt es war wirklich ein schöner Abend. Wir freuen uns jetzt auf einen ganz besonderen Abend im Festspielhaus in Bregenz. Das Datum haben wir noch nie gesehen. Wann ist das denn? Es ist am 23. April um 20 Uhr. Mhm. Für alle, die ja schon ein bisschen früher kommen möchten, wir haben eine ganz tolle Kooperation mit dem Casino Austria. Da gibt es sogenannte VIP-Tickets, da kann man vorher essen gehen und den ins Konzert. Und nachher haben wir noch ein bisschen VIP-Empfang im Casino. Die Spieler können sie gehen. Genau, können sie alles machen, was sie, was sie loswerden wollen, können sie dort bringen. Und um 20 Uhr geht es los. Es wird, wie gesagt, es wird eine Riesenshow. Also ich freue mich irrsinnig schon. Es wird ein Riesenorchester mit unserem Landesjugendchor Wien, den wir extra von Wien holen. Und aus Italien haben wir wieder natürlich unseren Bandoneon-Spieler dabei. Überraschend. Ja, lange überraschend. Ja, also wenn man ein bisschen ins CD hinhört, glaube ich, kann man sich vorstellen, was einen da erwartet. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die beiden Shows, die ich jetzt noch vor euch habe. Ich bedanke mich recht herzlich für das interessante Gespräch, schön, dass ich bei euch sein durfte. Weiterhin viel Erfolg und abschließend will ich mir noch eine italienische Nummer anschauen. Ja, da hätte man eine gute Idee, oder? Ja, da nehmen wir eigentlich, ja, wir können nicht wieder, ja, nehmen wir Polvere di Stelle. Polvere di Stelle, ja, also ist so eins von Papa, und auch aus meiner Lieblingslehrer. Das hat da eine lange Geschichte, aber ich glaube, der geht sich heute nicht mehr aus. Aber der erzähle ich beim Konzert dafür. Ist also, wenn der kann, erzähle ich euch die Geschichte von Polvere di Stelle. Schauen wir dann rein. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Danke. Danke euch. Okay.